Hallo und herzlich willkommen. Wir machen heute einen Sellerie-Möhrensalat, süß-sauer eingelegt oder auch nur sauer eingelegt, nach einem Rezept aus einem Buch, bei dem es ein paar Punkte gab, die ich seltsam fand. Und das gibt mir natürlich eine gute Gelegenheit, auch ein bisschen was darüber zu erklären. Wie ich ja schon mal erwähnt habe, geht mir seit einigen Wochen meine Freundin Ingrid etwas zur Hand. Und Ingrid hatte es dieses Buch angetan, das ich in einem kürzlichen Video schon mal erwähnt hatte, von Odette Schwarz, Selbstgemachte Köstlichkeiten. Da gibt es ein Rezept über einen natürlich selbstgemachten Sellerie-Möhrensalat. Und den haben wir dann einfach kurzerhand mal gemacht. Ich kann jetzt schon gleich vorweg sagen, dass dieser Salat tatsächlich wirklich richtig gut schmeckt. Dennoch gab es bei dem Rezept so ein paar Sachen, die mich dazu gebracht haben, etwas zu experimentieren. Und das werde ich euch im Verlauf des Rezepts auch noch zeigen und erklären. Hier kommen erstmal die Zutaten. Eine große Sellerieknolle von etwa 1 Kilo geschält und in feine Streifen geschnitten oder grob geraspelt. 5 große Möhren grob geraspelt. 2 Zwiebeln in dünne Ringe geschnitten. 2,5 Esslöffel Salz, die bitte getrennt, also 2 Esslöffel in ein Schüsselchen und einen halben Esslöffel in die zweite. 2 Esslöffel Dillsamen, in Streifchen geschnittene Schale und Saft von einer unbehandelten Orange. 1,5 Liter Weißwein oder Apfelessig, ich habe Weißweinessig genommen. 150 Milliliter Wasser und 1 Esslöffel Zucker nach Belieben. Hier ist gleich wieder zu sagen, ihr könnt mehr oder weniger Zucker nehmen. Ich habe tatsächlich einen Esslöffel mit reingemacht und fand es relativ sauer immer noch. Ich würde vielleicht nächstes Mal 2 Esslöffel reintun, aber das könnt ihr selbst abschmecken. Zu den Zutaten gibt es noch eine Sache zu sagen, und zwar zu den Dillsamen. Wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten, Dillsamen zu finden. Wir haben sie dann letztlich online bestellt und ich war sehr gespannt darauf, was die für ein Aroma geben. Und interessanterweise geben die Dillsamen eine Art Kümmelaroma, aber nicht so stark wie Kümmel, was mir sehr zugute kommt, denn ich mag starken Kümmelgeschmack nicht so sehr. Ist also eine sehr gute Alternative generell. Die Zubereitung. Wir vermischen Sellerie, Möhren und Zwiebeln in einer Schüssel mit 2 Esslöffel Salz. Das Ganze lassen wir dann 2 Stunden ziehen. Das Gemüse wird unter fließendem, kaltem Wasser abgespült und abgetropft. Dann wird es mit den Dillsamen und der Orangenschale vermischt. Als nächstes sagt es, wir füllen das Gemüse in heiße, sterilisierte Gläser ein. Ich habe zu dem Thema heiße und sterilisierte Gläser bereits ein Video gemacht. Es in heiße Gläser zu füllen, macht in diesem Falle wenig Sinn, weil das Zeug, was wir einfüllen, ist relativ kalt. Sterilisierte Gläser könnte tatsächlich Sinn machen, denn in dem Rezept selbst sagt es nicht, dass wir nochmal nachsterilisieren oder nachpasteurisieren. Das heißt, das könnte Sinn machen. Der Orangensaft, Essig, Wasser und Zucker, falls man den möchte, und das restliche Salz wird in einem Topf zum Kochen gebracht und 2 bis 3 Minuten kochen gelassen und dann gut abgeschäumt. Wir füllen die Gläser mit der Flüssigkeit auf und dann geht es darum, die Luftbläschen rauszukriegen. Das kann man machen, indem man die Gläser ein bisschen auf eine etwas weichere Unterlage klopft oder man geht mit einem, ich mache das immer, Latte Macchiato Löffel oder einem Holzspießchen rein und holt diese Bläschen so ein bisschen raus. Dann sagt es, Gläser verschließen und eine Woche durchziehen lassen. Da habe ich gleich echt was zu sagen. So, wir gehen aber erstmal das normale Rezept durch. Wir lassen also das Ganze eine Woche durchziehen und dann sagt es hier, Haltbarkeit 3 bis 6 Monate. Hier gibt es so ein paar Punkte, die mich wirklich echt etwas verwundern. Punkt Nummer 1. Wir füllen das Kraut in sterilisierte Gläser oder auch nicht. Und das ist relativ kalt durch das kalte Abspülen.
Jetzt füllen wir die heiße Flüssigkeit drauf. Was bedeutet 80 Grad? No go, ganz bestimmt definitiv nicht. Das ist ja das, was wir normalerweise eigentlich brauchen, um das Innere im Glas komplett zu sterilisieren bzw. alles unschädlich zu machen, was Verderb verursachen kann. Übrigens auch Enzyme, die zum Beispiel Bräunung verursachen können. Das nächste, was mich natürlich brennend interessiert, ist der pH-Wert. Ich ging da schon von aus, dass der eigentlich wirklich echt in Ordnung sein müsste. Der pH-Wert ist in einem ziemlich sauren Bereich mit 3,5. Ich gehe also mal davon aus, dass das, was wir da eingelegt haben, wahrscheinlich sogar in sich schon konserviert ist, weil der Säuregehalt so hoch ist, dass da eigentlich kaum irgendwelche Mikroorganismen tätig werden können. Aber jetzt guckt euch mal unten rechts die Temperatur an. Die liegt bei 32 Grad. Obwohl ich relativ zügig gearbeitet habe und das Zeug wirklich, die Flüssigkeit ziemlich schnell über den Salat gegossen habe. Warum ist die Temperatur jetzt problematisch? Ich bin davon ausgegangen, dass wenn die Temperatur zu niedrig ist, die Enzyme eigentlich nicht unschädlich gemacht werden können. Denn die werden erst unschädlich gemacht bei 70 bis 80 Grad, die wir ja bei weitem nicht erreichen. Enzyme verursachen Bräunung. Das muss nicht unbedingt heißen, dass das Zeug in dem Sinne schlecht wird, aber es kann auf jeden Fall sein, dass es braun wird. Und ich habe dann gedacht an Weg. Im Wegbuch hätte man das nie so gemacht. Die hätten immer gesagt, nochmal 30 Minuten einkochen, weil da kann man davon ausgehen, dass dann die 80 Grad auf jeden Fall erreicht werden in diesem ganzen Prozess, wenn vielleicht auch nur kurz. Und so wären die Enzyme eingedämmt. Bleibt natürlich die Frage, ist der Salat danach dann noch knackig? Also habe ich zwei Gläser genommen und die nochmal 30 Minuten bei 100 Grad eingekocht im Dampfgarer. Und die habe ich dann mit einem X markiert. Nach der Einkochzeit habe ich mal kurz eins aufgemacht, um mal reinzustechen und zu gucken, wo die Temperatur liegt. Und wir liegen bei 88,8 Grad, was bedeutet, wir haben die Kerntemperatur dessen, was wir so erreichen müssen, um auch Enzyme inaktiv zu bekommen, gut erreicht. Bei sowas kann man übrigens das Glas hinterher einfach wieder zumachen, das Vakuum ziehen lassen und dann ist es auch haltbar. Jetzt ist es ungefähr, denke ich mal, so 2 Wochen später und guckt euch das mal an. Das ist das schöne Glas mit einem X. Das ist das Glas, wie es aussieht, uneingekocht. Und wie wir hier sehen, es ist tatsächlich richtig braun. Als ich es abgefüllt hatte, gab es bei einigen der Gläser, die nicht eingekocht waren, ein leichtes Vakuum oder einen leichten Unterdruck. Wie hier zum Beispiel, hier sieht man das, da geht das dann noch so ein bisschen rein, aber dieses Glas hier zum Beispiel hat keinen Unterdruck mehr. Muss immer noch nicht heißen, dass es schlecht ist, weil ein pH-Wert von 3,5 ist ziemlich sauer und ich gehe mal davon aus, dass es nicht schlecht ist. Und das werden wir uns jetzt mal angucken. So sieht der Salat aus. Er ist ziemlich grau, muss ich sagen. Da ich weiß, dass keine Botulismusgefahr aufgrund der Säure besteht, ich hier keinen Schimmel sehe und es auch gut riecht, werde ich jetzt es wagen und es einfach mal probieren. Und ich würde sagen, es ist einfach eine enzymatische Bräunung, macht nichts. Und muss sagen, weiß nicht, ob ihr das hört, es ist knusprig und knackig. Ich finde, es schmeckt fatal lecker, aber schön aussehen tut es nicht. Und jetzt werde ich mal den eingekochten Salat nehmen, der übrigens ja nach wie vor auch schon zu super aussieht. Auf und guckt euch diese Schönheit mal an. Und jetzt bin ich sehr gespannt, das habe ich tatsächlich noch nicht probiert, ob der einigermaßen knackig ist. Wird das am liebsten gleich mal Klaus geben. Dieser Salat ist viel besser durchgezogen. Der ist viel ausgewogener. Hätte ich im Leben nicht gedacht, dass es so einen Riesenunterschied macht. Er schmeckt unheimlich gut. Er ist nicht ganz so knackig wie der, ist aber schön knackig. Eigentlich finde ich ihn auch vom, ich sag mal, von der Mundhaptik her besser als den. Und es ist ein viel besseres Resultat. Mmh.
Aufgrund dieser Erfahrung würde ich dieses Rezept also etwas abwandeln und sagen, nach dem Abfüllen und Verschließen wird das Ganze noch einmal für 30 Minuten bei 100 Grad eingekocht. 90 Grad würden übrigens auch ausreichen. Ich verwende gerne lieber 100, weil dann bin ich ganz, ganz sicher. Und dann ist das Ganze nämlich auch so lange haltbar, bis man es aufmacht. Die Bräunung wird erst viel, viel später eintreten, wenn überhaupt. Und man hat mehr Freude und, wie wir jetzt gesehen haben, auch mehr Geschmack. Es ist aber so oder so geschmacklich eine wirklich schöne Angelegenheit. Ich freue mich, wenn ihr das nachmacht und es euch genauso schmeckt. Ich freue mich auf eure Kommentare und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. So, jetzt komm mal rüber und teste das mal. Pass auf, ich bin total gespannt, was du dazu sagst. Willst du dich mit auf den Stuhl setzen? Nee, du musst zuerst den da probieren. Kenianisch. Ja, trotzdem. Ist schon im Reinstechen schwieriger, oder? Ja, genau. Ja, schwierig. Ich habe da noch nicht reingestochen. Also weiß ich nicht. Schmeckt schon ganz okay. Ja, finde ich auch. Da sticht es definitiv leichter rein. Okay. Jetzt also weiß es ja auch. Für wen das ein Kriterium ist, der muss den definitiv einkochen, weil er dann viel besser reinstechen kann. Das ist ein ganz klares, ist doch überhaupt nicht wichtig. Stimmt's? Von der Knackigkeit kann ich gar keinen Unterschied merken. Nee. Und da schmeckt mir ein Sellerie besser aus. So wie jemand, der Sellerie gar nicht so gern mag. Gar nicht so gut, oder? Bin jetzt mal gespannt, ob dein Kopf nur halb drauf ist.